Avia Racing oder Avia ist ja generell im Sport breit aufgestellt mit den verschiedenen Sportarten und seit 5 Jahren unterstützt die deutsche Avia auch den Radsport sehr erfolgreich. Letztes Jahr bei Rad am Ring beim 24-Stunden-Rennen ist es zum Beispiel fürs Damenteam, eine der Damen wollte gerade durchs Bild laufen, Rang 1 gewesen. Die Titelverteidigung steht kurz vor Ende an. Man hat 3 Teams genannt, die jungen Kerle, die jungen wilden Mädels, und dann habe ich mich mal informiert, da gibt es ein 3. Team, so in Ehren ergraut wie ich, und habe ich gehört, das ist der Vorstand, da musste ein ganz höfliches Interview führen. Ich darf euch bitten, euch mal vorzustellen, weil ich finde es so toll, was ihr Stand jetzt erreicht habt. Ja, Holger Mark, Vorstand der Avia AG. Und wir sind sehr froh, dass wir fahren dürfen mit Ü50 und damit vielleicht 6. werden. Ein ganz gutes Ergebnis. So, und der Holger ist natürlich nicht alleine gefahren. Es ist gefahren worden in einem 8er-Team im Rahmen dieses 24-Stunden-Radrennens auf dem Nürburgring. Einen der Teamkollegen konnten wir gerade davor bewahren, wegzulaufen, als er die Kamera gesehen hat. Den möchten wir zumindest auch vorstellen. Hi, ich bin der Wolfgang und ich fahre das erste Mal für das Avia-Team mit. Und es macht mir sehr viel Spaß, in der Gemeinschaft mitzufahren. Eine super Truppe, super Leute und alles stimmt. Es macht viel Spaß. Und so bescheiden die beiden Herren hier vor der Kamera bei mir auftreten, muss man mit dem Blick aufs momentane Zwischenergebnis sagen, es läuft. Ihr seid mit Sicherheit vorher schon viel Rad gefahren, habt viel trainiert. Aktuell, glaube ich, ist es der 3. Rang. Ja, ich bin früher mal Radrennen gefahren in meinem ehemaligen Leben, aber ist schon lange her. Und der Wolfgang macht das immer noch sehr erfolgreich. Also von daher sind wir nicht ungeleckt. Wann hast du mit dem Radsport angefangen oder anders gefragt, wie bist du zum Avia-Team hier bei den 24 Stunden gekommen? Über meinen Freund, den Holger. Ja, der hat mich gefragt, ob ich teilnehmen möchte. Und ich sitze eigentlich schon das ganze Leben auf dem Fahrrad. Und ich war auch schon oft hier am Nürburgring und jetzt das erste Mal im Avia-Team. Finde ich super. Bin ich gerne nächstes Jahr wieder mit dabei. Holger, Avia, da würde ich sagen, 99% der Leute verbringen damit eine Tankstelle und sagen, da kannst du dein Auto tanken, die verkaufen Kraftstoffe. Und ihr seid im Sport, ich sage nicht im Motorsport, da seid ihr auch, ihr seid sehr breit aufgestellt. Skispringen, Biathlon, Radsport. Wie wichtig ist es für einen Hersteller, der größtenteils Kraft- und Schmierstoffe macht, andere Sportarten zu fördern, andere Sportarten auch zu zeigen? Ich finde, alles, was mit Schnelligkeit, was mit Bewegung zu tun hat, passt gut zur Avia. Und deswegen sind wir sehr damit beschäftigt, irgendwie immer wieder neue Talente zu finden und die dementsprechend ein bisschen zu fördern. Wir können natürlich es nicht so machen wie große Konzerne. Wir versuchen es klein, fein und erfolgreich zu machen. Neue Talente findet Avia seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Sportarten. Nicht ganz so neue Talente vom Baujahr her gesehen, habe ich entdeckt hier bei Rad am Ring 2018 mit einer verdammt guten Platzierung. Für die letzten, ich sag mal knapp 1,5 Stunden, drücke ich die Daumen und sage danke fürs Interview. Ja, gerne. Danke. Tschüss.